Ich bin Zahnarzt. Ich glaube, ich habe meinen letzten Patienten getötet. Ich tippe das, bevor die Polizei zurückkommt. Tut mir leid wegen der Grammatik und der Rechtschreibung. Ich muss einfach alles aufschreiben. Ich weiß nicht, was Sie denken, was passiert ist. Oder ob Sie denken, dass ich es getan habe. Aber ich muss das alles jetzt rausbringen, bevor etwas Schlimmes passiert. Nun, bevor etwas noch Schlimmeres passiert. Ich fange mit dem an, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Mein Name ist James Cooling. Ich arbeite als Zahnarzt in Boston in der Praxis von Dr. Peter Scarlett in der Nähe der Friend Street. Ich arbeite dort seit ungefähr 11 Monaten und 23 Tagen. Was ich nicht weiß ist, ob ich heute eine Patientin getötet habe oder ob diese Patientin überhaupt ein Mensch war. Das ist doch verrückt, oder? Als würde eine Art jenseitiges Dämonenmonster zu einer 6-monatigen Untersuchung erscheinen. Aber ich schwöre, für das, was heute passiert ist, gibt es keine andere Erklärung als etwas Übernatürliches. Ich habe schon viel Scheiße gesehen. Leute, die sich nicht die Zähne putzen oder keine Zahnseide benutzen. Leute mit Wunden, die ihren ganzen Mund umgeben. Mandelsteine von der Größe einer Walnuss. Ich verstehe es. Münder sind seltsam und können eklig sein. Aber ich bin nicht zimperlich. Ich komme pünktlich, mache meine Arbeit und behandle alle Patienten mit Respekt. Ich erinnere mich an Folgendes. Der letzte Patient des Tages kam um 16.45 Uhr. Unsere Praxis schließt um 18 Uhr. Also hoffte ich, dass er, oder in dem Fall sie, nur eine kurze Untersuchung brauchte, damit ich vielleicht ein paar Minuten früher gehen und dem Rest der Pendler draußen zuvorkommen konnte. Ich ging zu unserer Empfangsdame Tara und sie reichte mir die Patientenakte. Ich erinnere mich, dass ich sie für ziemlich spärlich hielt. Selbst neue Patienten haben normalerweise alte Unterlagen, die ihnen zugeschickt wurden, oder zumindest einen ausgefüllten Notfallkontaktbogen. Das Einzige, was in dieser Akte stand, war ein Name und ein Beschwerdeblatt. Es gab nicht mal ein Geburtsdatum. Ich weiß noch, wie ich Tara ansah, aber sie zuckte nur mit den Schultern und schrieb weiter SMS. Sie ist ein nettes Mädchen, aber eine schreckliche Empfangsdame. Ich betrat das Wartezimmer und dort saß nur eine junge Frau in der Ecke. Das erste Merkwürdige an ihr war, dass sie aufrecht saß und direkt auf die Tür starrte, die zurück in die Praxis führte. Die meisten Leute haben ihr Handy dabei oder vielleicht ein Buch, wenn sie älter sind. Aber sie saß einfach nur da, die Hände gefaltet und sah aus, als würde sie auf mich warten. Ich meine, das tat sie wohl auch, aber es war einfach seltsam. Ich ging auf sie zu, stellte mich vor und erklärte ihr, dass ich heute ihre Zähne reinigen würde. Und sie starrte mich nur an. Sie hat nicht einmal geblinzelt. Sie starrte mich einfach nur an. Eine Sekunde lang dachte ich, dass sie vielleicht kein Englisch spricht. Wir haben viele Patienten, die keine Muttersprachler sind, aber normalerweise haben wir einen Teleübersetzer. Ich beschloss, sie nach einer der Beschwerden auf ihrem Platz zu fragen, nämlich nach allgemeinem Unbehagen. Ich fragte sie, ob sie sich beim Zähneputzen oder beim Essen unwohl fühle, ob sie empfindlich auf Hitze oder Kälte reagiere, und sie nickte oder schüttelte entsprechend den Kopf. Also dachte ich mir, dass sie ein wenig seltsam sei, aber wenigstens müsse ich nicht versuchen, Smalltalk zu machen, während meine Hände in ihrem Mund waren. Ich ließ sie Platz nehmen und öffnete eine neue Patientenakte auf dem Computer. Ich stellte ihr einige grundlegende Fragen,
Ich hatte ihren Namen, Jane, aber alles andere war leer. Ich versuchte, sie nach einer Telefonnummer zu fragen, unter der ich sie anrufen konnte, oder nach einer E-Mail-Adresse. Sie schüttelte den Kopf und sagte, dass sie beides nicht habe. Ich fragte, ob sie vielleicht einen Freund oder eine Freundin habe, jemanden, den wir anrufen könnten, um mit ihr in Kontakt zu treten. Und sie schüttelte den Kopf. Ich fragte, ob sie eine Postanschrift habe, da wir einige ältere Patienten ohne Telefon oder E-Mail hätten, die alle ihre Informationen per Post erhalten müssten. Aber auch hier schüttelte sie den Kopf. Ich ging im Geiste alle möglichen Szenarien durch. Vielleicht war sie obdachlos. Vielleicht war sie eine Ausreißerin. Vielleicht versuchte sie nur, nicht von einem misshandelnden Arschloch gefunden zu werden. Ich weiß nur noch, dass ich dachte, es ginge mich nichts an. Ich hätte einen Job und das war's. Was ich dann tat, war dumm. Und ich verstehe das. Ich weiß es besser. Ich habe nur versucht, ein guter Mensch zu sein. Ich dachte mir, scheiß drauf. Ich würde ihre Zähne nachbessern und sie so schnell wie möglich verabschieden und dann einfach Dr. Scarlett sagen, dass sie nicht aufgetaucht sei und dass wir keine Informationen hätten, um eine Rechnung für den verpassten Termin zu schicken. Das war schon einmal passiert und es war keine große Sache. Ihr müsst verstehen, dass ich einfach versucht habe, das Richtige zu tun. Das Ausmaß des Schadens wurde mir erst bewusst, als ich sie in ihrem Sitz zurücklehnte. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum ich es nicht schon früher bemerkt hatte. Aber vielleicht hat die Beleuchtung im Empfangsbereich dazu beigetragen, es zu verstecken. Ihre Lippen sahen schrecklich aus. Sie waren geschwollen und sahen fast wie gequetscht aus, mit Streifen von Fleisch, die so trocken waren, dass sie fast schwarz aussahen. Ich hatte schon Leute mit verpfuschten Lippenauffüllungen gesehen, aber das hier war etwas anderes. Die Haut an der Seite ihres Mundes war rau und zerklüftet. An den Rändern waren zwei Schnitte zu sehen, als hätte sie versucht, ihr Lächeln mit einer Klinge zu verbreitern. Etwas zappelte unter der dünnen Hautschicht in der Nähe ihres Armorbogens. Ich erinnere mich nur daran, dass ich dachte, ich habe keine Ahnung, was diese Frau durchgemacht hat. Und ich war nur hier, um ihre Zähne zu reinigen, nicht um zu urteilen. Ich zog mir nur ein sauberes Paar Handschuhe an und trug etwas Vaseline auf, um zu verhindern, dass ihre Lippen aufplatzten und bluteten. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich wollte sie nicht in Verlegenheit bringen. Vergesst nicht, ich wollte nur nett sein. Sie öffnete leicht ihren Mund und ein fauliger Geruch schlug mir entgegen. Es roch nach Schwefel und Pfennigen, gemischt mit verrotteten Blumen. Ehrlich gesagt dachte ich, ich müsste würgen. Aber ich sagte nichts und begann mit meinen Werkzeugen im Inneren ihres Mundes herumzufahren. Ihr Zahnfleisch bildete sich in alarmierendem Tempo zurück. Die Wurzel eines jeden Zahns war deutlich sichtbar und einer ihrer Eckzähne schien von innen her verrottet zu sein. Ihre Backenzähne waren geschwärzt und es sah so aus, als hätten ihre Weisheitszähne begonnen, ihr Zahnfleisch zu überragen und die verbleibenden Zähne zu einem massiven Haufen zusammenzudrücken. Das war zu viel. Der Schaden war zu groß, als dass eine Person ihn in einem einzigen Besuch hätte behandeln können. Sie brauchte eine umfassende Behandlung, vielleicht sogar eine Operation. Ich fragte sie,
wie lange es her sei, dass sie einen Zahnarzt aufgesucht habe, und sie zuckte mit den Schultern. Ich versuchte vorsichtig, den Zahnstein zu entfernen, aber als der Pickel ihren Backenzahn traf, versank er im Zahn. Er sank ein. Ich weiß, dass sich das verrückt anhört, aber ich sah, wie die Spitze meines Instruments langsam in ihren Zahn sank, während der Backenzahn in sich zusammenfiel. Ich weiß, dass manche Menschen weiche Zähne haben, aber das bedeutet nur, dass sie anfälliger dafür sind, abzusplittern oder abzubrechen. Es bedeutet nicht, dass sie die gleiche Konsistenz wie nasser Sand haben. Ich spürte, wie mir die Galle hochkam. Aber ich riss mich zusammen und arbeitete weiter. Ich versuchte es mit einem weiteren Zahn und stieß auf denselben Widerstand. Das heißt, so gut wie keinen. Wie konnte diese Frau essen? Wie konnte sie überhaupt trinken? Es gab eine Andeutung von etwas, das sich in ihrem Zahnfleisch bewegte. Wie ein kleiner Wurm, der langsam den Raum erkundet. Ich erschrak so sehr, dass ich mein Werkzeug zu schnell herauszog und ihre Vorderzähne traf. Ich wollte mich schon entschuldigen und es auf eine Lichtblendung schieben, aber die Zähne, die mit meinem Werkzeug in Berührung gekommen waren, bluteten plötzlich aus dem Zahnfleisch. Das ist nicht ungewöhnlich. Ehrlich gesagt, als ich das sah, fühlte ich mich fast besser. Es brachte mich in die Realität zurück. Es holte mich für etwa 30 Sekunden zurück. Sobald ich registrierte, dass das Zahnfleisch blutete, sprangen ihre Zähne aus dem Mund. Zuerst war es nur einer, und er kam so schnell heraus, wie wenn ein Kind zu lange an einem Milchzahn hängt und ein starker Wind ihn herausreißt. Er brach so leicht heraus. Bevor ich etwas sagen konnte, begann die Stelle, an der sich der Zahn befunden hatte, stark zu bluten. Ein ständiger Strom von Blut floss aus ihrem Mund. Das Schlimmste daran war, dass sie es nicht einmal bemerkte. Sie saß auf dem Stuhl und starrte mit den Augen an die Decke, als wäre dies ein ganz normaler Tag. Ich schnappte mir schnell etwas Mull und begann Druck auszuüben, um die Blutung zu stoppen. Aber als meine Finger einen weiteren Zahn streiften, fiel auch dieser aus ihrem Mund auf den Boden. Immer mehr Zähne rutschten aus ihrem Mund und fielen an der Vorderseite ihrer Bluse herunter, während sich immer mehr Blut im hinteren Teil ihres Halses sammelte. Ich rief nach Dr. Scarlett, aber er antwortete nicht. Ich rief Becky, eine Zahnarztkollegin, aber auch sie antwortete nicht. In meinem letzten verzweifelten Versuch, der armen Frau zu helfen, rief ich nach Tara, aber auch hier kein Erfolg. Ich sah zu, wie sich der Mund der Frau mit dunkelrotem Blut füllte. Ich griff nach meinem Ejektor, aber das Blut kam zu schnell heraus, als dass der kleine Strohhalm es hätte aufsaugen können. Die Flüssigkeit tropfte an ihrem Kinn herunter und spritzte auf den Fliesenboden. Ich schrie um Hilfe, aber es kam keine Antwort. Das Blut sickerte in meine weißen Turnschuhe, und die Gummisohlen rutschten ohne Halt zu finden. Die ganze Zeit starrte die Frau ausdruckslos an die Decke. Selbst als sie an ihrem eigenen Blut und Speichel zu ersticken drohte und wirkte, zeigten ihre Augen nicht einen Funken Angst. Ich stieß immer wieder Mull in ihre leeren Zahnhöhlen, aber das schien nichts zu bewirken. Es war zu viel Blut auf dem Boden. Es war unmöglich, dass sie nicht verblutete, wenn sie es nicht schon getan hatte. Ich rutschte über den Kachelboden und rannte zur Tür. Meine Hände klebten von der Blutspur. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Ich zog und zog,
und stemmte mich sogar mit dem Fuß gegen den Türpfosten und betete zu einem Gott, von dem ich nicht wusste, ob er überhaupt noch existierte, dass er die Tür öffnen möge. Das Blut begann, meine Turnschuhe zu bedecken und schwappte über meine Knöchel. Ich würgte, als der Geruch von Kupfer meine Nasenlöcher überflutete. Als sich der Raum zu füllen begann, fing ich an zu schreien, aber das Geräusch wurde von dem ekelhaften Lachen der Frau übertönt, die gerade gurgelte, was wohl literweise Blut war. Sie war hysterisch, ihr ganzer Körper krampfte, während sie dieses grässliche Lachen zwischen riesigen Atemzügen ausstieß, die nur durch das Blut verhindert wurden, das nicht aufhören wollte, aus ihrem Mund zu fließen. Ich schrie ein letztes Mal, als die Flut mich überrollte. Ich spürte die heiße Flüssigkeit, die über mein Gesicht strömte, stotterte, als das Blut meinen Mund und meine Ohren füllte, und blinzelte heftig, als es in meine Augen drang. Ich erinnere mich an diesen Moment vollkommener Klarheit, als ich nur daran dachte, dass ich so sterben würde. Ich würde in dem Blut dieser Frau, dieses Dings, ertrinken. Das nächste, was ich weiß, ist, dass Dr. Scarlett meinen Kopf in seinen Händen hielt und seine Augen vor Sorge glühten. Ich konnte sehen, wie er Worte murmelte. Ich glaube, er hat meinen Namen gesagt. Tara stand hinter ihm mit ihrem Telefon in der Hand und sprach schnell in den Hörer. Der Rest des Geschehens war verschwommen. Ich glaube, sie haben mich betäubt. Meine Kehle ist immer noch wund vom Schreien. Sie sagten mir, dass die obdachlose Frau, die in unsere Praxis gekommen war, gestorben sei, während ich ihr die Zähne gereinigt habe. Sie glauben, dass es sich um eine Art Realitätsverlust handelte, der durch das Trauma des Todes einer Patientin ausgelöst wurde. Aber selbst damit konnten sie sich das Blut auf meiner Kleidung nicht erklären. Ich kann ihr Blut immer noch zwischen meinen Zähnen schmecken. Die Polizei kommt jetzt zurück in mein Zimmer. Ich höre die Funkgeräte knistern. Ich brauche jemanden, der mir sagt, was passiert ist. Bitte sagt mir, dass jemand weiß, was wirklich passiert ist. Dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere.